Mein Name ist Jürgen Heinz, ich bin Metallbildhauer und mein Thema ist bewegte Stahlplastik. Das heißt, der Ausgangspunkt ist ein stehendes Objekt, das im ersten Moment statisch ist und dann beginnt die Plastik sich im Raum zu bewegen. Der Stahl hat ja eine ganz kalte Oberfläche und diese Oberfläche bekommt durch diese Bewegung einen ganz anderen Aspekt. Dieser Stahl, er ist nicht mehr rau und kalt, sondern er entfaltet seine Seele. Was ganz archaisches, was ganz, wie wenn man auf einer Insel ist, eine Vulkaninsel, die brodelt. So was ist das Schmiedefeuer, das löst was in dir aus, das ist ein ganz tolles Gefühl. Das Erste, das ich höre, ist das Schweigen der Hämmer. Und dann ist es meistens so, ich arbeite von Zeichnungen heraus, also Skizzen. Die Skizzen entstehen meistens nachts zu Hause und dann geht alles ganz schnell. Ich nehme mein Material, mein Stahl, suche ihn aus und schneide ihn zu. Und dann wird er in Form gebracht. Es gibt verschiedene Wege, entweder durch Schmieden oder durch Montieren. Das heißt, der Stahl, die Teile werden zugeschnitten und dann werden sie verschweißt. Und danach wird die Oberfläche behandelt. Das heißt, sie wird geölt oder gebürstet. Schmieden bedeutet für mich nach Hause kommen.